Willkommen zurück zu Let's Play Synergy. So, Aufnahmeversuch Nummer 3. Synergy will nämlich heute irgendwie nicht so wirklich, wie wir das wollen. Das Einzige, was ich möchte, ist abstürzen. Nein! Bomben! Ich melde das schon, keine Angst. Bombenstimmung! Nein! Du Trottel! Liegst du da mit mir im Wasser? Natürlich! Ich bin zwar noch ausgestiegen, aber du bist ja zur Beifahrerseite heruntergekommen. Jawollo! Fahr du! Du kannst alleine fahren gleich, Alter. Nein. So. Du knallst gegen den Kopf, rutschst erstmal ein Stück vor. Ich so, okay. Ja, Synergy ist jetzt nämlich jetzt in den vergangenen, ich glaube, 25 Minuten dreimal abgestürzt. Oder gebuggt oder was auch immer. Gebugstürzt quasi. Ja. Jetzt wollen wir gleich reinfahren, wenn du. Der Fug! Neuer Buggy. Also würde man den hier. Als würde der hier irgendwie verloren gehen oder so. Bams. Ich mach die jetzt alle mit dem Buggy fertig. Läuft bei dir. Ja, natürlich, immer doch. Pass auf, Bombe. Dann stimmen wir mal ein bisschen das Haus hier. Noch eh gleich noch weg von draußen, oder? So. Ah ja, tatsächlich, da kommen wir von draußen. Hier nämlich Schluss mit lustig. Pack, 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 pack. Oh, fast ins Wasser gefallen. Na, ich steig mal besser aus. Bevor der Buggy jetzt doch noch abstürzt. So. Und die werfen ja gar nicht mehr so blöd Granaten. Ja, immerhin, ne? So. Pack. Und weg. Und wieder raus. Ja. Fahr, hol schon mal den Wagen, Harry, ne? Das ist richtig. Warte. So. So. Ach, du auch so funktioniert. Ist ein Ende im Gelände. Ja, buchstäblich. Steig lieber aus, bevor du in den See fährst. Ja. Oh, warte. Supply. Nein. Warte. Ich brauche wirklich Supply. Ja. Auch mal Munition vielleicht, ne? Die Munitionskiste da hinten drauf ist echt cool. Kommst du? Ja. Jo. Rum, rum. Man. Hey, also like to live dangerously. Das ist richtig. Jolo. Ist jetzt nicht, ob man da rechts hoch muss. Oh, da gibt's Granaten. Ja. Die Kiste. Die okay, da hätte man nicht drüber fahren sollen, das wäre schlecht. Ah, ich glaube, hier gibt's die Dings. Hier gibt's Bolzen, also muss ich hier schon die Armbrust geben, oder nicht? Warte. Oh, tatsächlich. Gibt's, wo sind oder? Die? Worunter fällt die denn? Ah, unter Schrotflinte, okay. Ich hab direkt den ersten Typ auf der Brücke gesniped. Läuft. Oh. Es gab mal jemanden, der ein YouTube-Video aus Half-Life 2 den Sound der Armbrust zu einem YouTube-Video zusammengeschnitten hat. Das heißt, es waren irgendwie über 200, weit über 200 Armbrustschüsse, wo er dann halt quasi ein Lied rausgemacht hat. Oh nö. Ja, genau das. Oh nö. Genau das. Dachte ich mir auch so. Läuft bei dir. Dann so, was tut man, wenn man Langeweile hat? Part 923. Aua. Oh. War hart. Da bekommt der Ausdruck umbolzen wieder gleich eine andere Bedeutung. Ich bin gerade übrigens tot, also mal bitte nicht sterben. Ja, geil. Links, oder? Hier links und rechts. Nein, 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 nein. Yay. Jawohl. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang. Los. Geh über die Wand hoch. Sehr gut. Ah. Gut gehabt, ne? Nein, aber die Schrotflinte haben wir noch nicht. Ah, hier kriegt man auch die Armbrust, tatsächlich. Ne. Wenn man drauf geachtet gerade so. Da lagen zwar eigentlich nur die Bolzen, aber hey.
YOLO. Nein. Also hier ein bisschen aus dem Weg fahren. Da bekommt halt, wie gesagt, ne, der Umbolzen eine ganz andere... den habe ich gerade... so kannst du ihn dann natürlich auch umbolzen. Ne? Dann habe ich erstmal den da oben weg. Oh komm, ich habe ihn weg... Also ich habe ihn umgehauen und er ist hängen geblieben. Und ich habe die Dings auf der Stand umgehauen. Also die das Holzbrett. Läuft. Ja. Bester Kill ever. Oh, das ist ein bisschen viel. Komm noch zur Lebensrunde. What the? Wo kommt die Granate her, Alter? Alter, wie du weggeflogen bist. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich so, was war das? Durch das Kraftfeld würde ich nicht schießen. Hä, das geht? Geht doch. Was hast denn du? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Umgebolzt. Ja. Just Half-Life Things. Holz. Und Holz! Ja, so. Ich will es ja gerade ranziehen, Mann. Ich liebe die Armbrust. Aha, schön. Ja. Ich habe keine Munition mehr dafür. Ja, ist natürlich dann blöd. Ich habe zu viel rumgebolzt. So. Nein, was machen die Bomben da? Nein, nein. Nein, was machen die Schrotflinten? Boah. Boah. Das hat mich so Bock zerhauen. Das hat mich aber richtig übel zerhauen, hat mich das. So, jetzt aber. Irgendwo muss man hier, glaube ich, einen Schalter umlegen oder so. Vercheckt oder ein, Mann. Komm, wir stehen hier schon drei Buggies. Ach nö, komm. Also normalerweise der Schnur entlang gehen. Aber hier ist irgendwo kein Schalter. Das Ende bei dem Auto. Oh, ich glaube, das war das Problem. Ja, tatsächlich. Ach komm, das ist noch ein Buggy. Mit der Garage. Oh, da waren irgendwo Lebenspunkte. Ja, dann. Da ist noch ein geheimes Lager, da würde ich gerne rein. Wo denn? Da kommt der nächste Bug, der hier spawnt. Warte. Brauchen wir ein paar Paletten, um da hochzukommen. Dann nehmen wir die. In dem Moment, wo du hochspringst, hau ich die unter die Füße. Ja. Skill. Müsste man jetzt eigentlich anlehnen. Ja, oder man macht's so. Ja. Wah! Alter! Läuft! Das hat jetzt ordentlich wehgetan. Echt? Ja. Bestimmt 20 Lebenspunkte verloren, Alter. Da Fug. Vor allem hier liegt jemand in der Ecke. Läuft. Aber hat einen Revolver bei sich. Okay, das erklärt vielleicht das viele Blut an der Wand. Möglicherweise. Ich will auch, aber ich komme nicht hin. Ob. Skill not found. Ach komm, das ist. Ich glaube, da war eh nichts mehr, nicht mehr viel, nachdem ich da durchgelaufen bin. Aua! Bam, Headshot! Nein! Die Bombe hinter uns! Ah! Nein! Ich bin Krüppel! Ja. Oh nö, durch die. Wenn du fährst und dann durch die Armbrust gucken, ist ja. Boah! Ja. Need more players to continue. Was soll das? Also gerade bei mir so eine Fehlermeldung aufgezeigt. Need more players to continue. Ich so, Moment. Ich so, irgendwie ist noch kein Kartenwechsel gewesen. Und dann so, oh. Sitzen beide im gleichen Auto und dann so, warum ist der Kartenwechsel zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Was soll das? Ja, ist richtig. Rechts? Links. Du stehst dann das rechts. Was ein Troll. Rechts, links, Moment. Dann so rechts, das andere rechts. Nein. So, ich denke mal, da kommen jetzt wieder Kommenharzer. Ne? Ja, sicher. Pull ihn um, wer. Ja, mollo. Das war nicht der einzige. Ach komm, der nächste Buggy. Das ist ein Alien-Viech da, ne? Was raus? Ups. Das ist ein Alien-Viech. Ich hab den einen Buggy dann gerade ins Wasser gesetzt.
Läuft. Ja, natürlich. Läuft hart. Oh, hier gibt's Granaten. Nee, Munition für Schrotflinte. Ist das Flugzeug weg? Nein. Hä? Von wo schießen die denn? Da hinten auf dem Turm, siehst du das nicht? Oh, Junge, auf die Entfernung mit der Armbrust noch getroffen. Ist ja schön, dass der Turmrad bei mir rumwackt und nicht angezeigt wird. Ja, die beiden Türme da hinten, ne? Ja, die habe ich nicht gesehen. Oh, geil. Vielleicht die Sichtweite nicht ganz so hoch gestellt. Das, Wobei, ich sehe dich zwischenzeitlich auch nicht, dann ist es manchmal so ein bisschen volltransparent. Geil. Das ist eine neue Bezeichnung dafür, ich sehe dich nicht mehr. Volltransparent. Du bist jetzt, also ab sofort bist du für mich volltransparent. Ach ja. Jawollo, so, da haben wir wieder ganze 6 Schuss, jawoll. Na gut, sonst wäre die Armbrust, glaube ich, ziemlich OP, wenn du so 500 Schuss hättest. Ja gut, wenn du bedenkst, wie wenig Schuss auch die ganzen anderen Waffen haben, ist halt schon so ein bisschen blöd. Blöd. Komm denn her, Mensch. Ist er tot? Nein. Da bin ich nur erschreckt, so, wo kommt der her? Umgebolzt. Raketenwerfer, yay. Hier ist es halt manchmal auch so, man denkt sich so, oh, Munition, und dann so, ach oh, nö. Raketenwerfer. Genießen wir einmal die schöne Küste hier, ne? Licht. Hier ist ein gut angelegter Weinkeller. Was ist das denn? Sieht aus, als würde da jemand durch den... Ausgedreht. Ah, lecker. Ja. Ich hoffe, das war ein Schwein oder sowas. Gibt auch Menschen, die Schweine sind. Naja. Nein, jetzt denke ich an... Badum. Er ist doch so. So. Oh, hier kann man aber auch hart sterben. Oh, ein Headcrab. Ach komm, jetzt nehme ich die Kiste einfach so. Oh, ein Zombie, der Headcrab wirft. Das hatten wir seit Ravenholm nicht mehr. Was war denn los? Oh, das ist neu, ne? Cover me while I reload. Was macht der Zombie da unten? Wie komme ich da runter? Ich glaube hinten. Wo muss ein Leiter sein? Okay, ist der Zombie gleich. Wie viel hätten der jetzt aus? Die halten immer sehr viel aus. Ich pack den Buggy schon mal da oben, ne? Ja, kannst du machen. Wo ist der Buggy? Irgendwo weiter vorne müsste einer stehen. Den einen habe ich gerade versenkt. Ja. Ach nee, wir müssen unten in die Brücke rein, also in den Brückenturm. Ne. Ja, dann können wir das ja vergessen mit dem Buggy. Vorerst, ja. Ich eile. Wir müssen erst das Schild oben deaktivieren, bevor wir da weiter können. Ja, dafür müssen wir uns ja durch dieses Brückending kämpfen, ne? Ja. Jawollo. Party. Party hart. Geht's hier raus? Geht's hier runter? Geht's hier weg? Nein, tot, aua. Den Zombie kriege ich jetzt aber noch. Nein, Headcrab. Andere Richtung. So, ich bin vorhin hin. Was für ein Alter. Den Zombie killen, aber der ist unsterblich, glaube ich. Ja. Ach, endlich, Mann. Geht doch. Na, jetzt bei E-Wende. Hat sich gelohnt, den zu killen. Nochmal richtig schön Munition verschwindet und hier, Wollo. Würde sich so auslachen, wenn er gleich wieder da ist. Ja, danke. Ja, ist halt. Oh nö. Was denn? Alter, die Brücke. Ja. Ach, warte, war das die Brücke? Mit den engen Gängen? Ach, geh einfach weiter. Das lädt noch bei mir. Ach so. Ja. Nein! Nein. Ich war erstmal gestorben. Ah, schön. Gravity hat mich umgebracht. Wie ging das denn? Ja, ich bin runtergefallen. Ja, ach was, aber... Fallschaden. Oh. Ne? Ach ja, die Brücke, jawollo. Ja,
Da freut man sich nicht. Boah. Boah, gönn dir. Das ist aber knirscht. Hallo? So. Ah, Headcrab. Chris Bolzenmann. Läuft bei dir. Der Fuchs, wie bist du jetzt so schnell rübergekommen? Ich bin gesprintet. Ach komm. Also, was machst du da? So wahnsinnig. Hä? Du kannst, du kannst einfach hier rüber springen. Also von da unten einfach einen Mega-Jump machen. Und du so, ach, ich baller jetzt erstmal da drüber. Ich so, was wird das? Ich hab gleich gesehen, dass du da weiter konntest, deswegen habe ich das gemacht. Ja, da fährt oben noch ein Zug her. Jetzt geh mal vor. Ah, hier ist ein, hier war die Headcrab. Dum 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 dum. Ich wusste nämlich, dass man das irgendwo an dieser Brücke auf jeden Fall machen musste mit dem YOLO-Move. Na komm, wir werden sowas von sterben. YOLO, YOLO, YOLO. Ich schleiche so, du so rennen. Ich hab mich schon wieder eingelaufen. Nein! Oh, willst du bloß nicht durch die Leiter sterben, das wäre unnötig gewesen. Ah, nee, Mann. Ja. Weiter. Okay. Gegner. Ja. Umgebolzt. Ja, aber lebt noch einer. Ich liebe es. Ich finde diesen Sound so geil. Ja, diesen Pöck und dann Boing. Ja. Boing, Platsch. Plöck. Willst du zuerst? Warte. Wo muss ich hier drauf springen? Jolo. So. Nö. 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 Das war knapp. Jolo. Nein. Headcrab. Mach die. Headcrab. Quadrat. Umgebolzt. War noch eine. Ah ne, der andere ist, glaube ich, gerade in den Tod gesprungen. Nein. Ist hier nicht. Läuft. Na, ne. Ich würde sagen, andere Seite. Ja, angenehmer. Oh, da muss man doch springen. Ne? Mit meiner katzenartigen Reflexe habe ich gerade vor dem sicheren Tod bewahrt. Mhm. Ja. Komm, hier sieht alles gleich aus auf der Brücke. Ja, ist halt eine Brücke, ne? Umgebolzt. Nein, das macht das Geschütz da. Oh. Umgebolzt. Nein. Nein, Granate. Auf. Granate? Umgebolzt. Nein, tot. Ja, Kollege Schnürschuh hat gerade gefressen, aber übel. Die Frames fressen auch gerade. Ich warte jetzt einfach mal, bis du wieder da bist. Okay, jetzt haben sich die Frames wieder... ach nö, wo... Ach nö. Achso, das ist die andere Richtung. Ja, dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich müsste wieder über die Brücke drüber. Oh ne, das wäre hässlich, ne? Junge, weißt du... Weißt du, wie ich dann eskaliert wäre? Jetzt kriegen die erstmal. Ne? Das ist ja Ende, Mann. Jetzt bin ich runtergezogen. So. Ja. Ich bin zwar gestorben, aber ich hab's jetzt besiegt. So. Ach komm, was machst du da? Hä? Warum steht das Geschütz da immer noch? Ich hab doch gerade eins da runtergerissen. Was zum Henker? Ja. Nee! Da liegt auch noch einer. Ach, da oben! So, wo denn? Da! Da! Na. Echt eine Krüppelecke hier, ne? Oh, Junge! Oh, da hat's gerade drei Stück oben drauf. Aber, aua, wer trifft mich denn da, Mann? Ach, geht nein, doch. Tot. Ja. Ja, pass bloß auf. Wenn du die Treppe hochgehst, bist du tot. Oder schon vorher, je nachdem. Ach da, der ist das. Oh. Granate. Oh, komm. Ich bin weggelaufen, er hat mich trotzdem noch getroffen mit der Granate. Ein Skiller da, ne? Na, jetzt nicht mehr. Blöpp! Ja, warum steht schon wieder einer? Was machen die denn da?
Was? Teeparty? Warte, lass mich mal vor. Okay. Ja, es war der Typ auf dem Turm oben. Ja, das war meine Leiche. Nein. Was hat das meine? So ist die Tür raus. Kriegst du direkt einen mit der Schrotflinte ins Gesicht. Ja. Gib ihm, ne? Vollkommen umgebolzt, Mann. Supply, supply. Oh. Die Phrase umbolzen wird übrigens hart missbraucht in dieser Folge. Wäre ich ja fast nicht drauf gekommen. Nein, schön runtergefallen. Gut. Ja, jetzt kannst du da rein. Gut. Ja, da war vorher alles. Da standen 3 Coinbines und 2 Geschütze drin. Nimm mal den Stecker, der da ist. Ich habe irgendwas betätigt. Nimm den Stecker, der da ist. Oder wofür ist der? Oder ist das, das Ding schon umdeaktiviert? Fass, Mann. Fass jetzt. Oh nö, ich bin am Anfang der Brücke gespawnt. Nee, in der Mitte gespawnt man da. Ich kann ja mal gucken. Nee, ich bin am Anfang. Was? Ja. Ich glaube, du musst jetzt eh zurück, oder? Pack ich jetzt den Stecker hin. Ich hab den Stecker jetzt einfach rausgezogen. Kann auch sein, dass der nur das Schutzschild da war. Oder für das Schutzschild war. Warum? Gut, dann gehe ich also wieder zurück, ne? Oder wie? Oder ja. Was? Oder wie? Ja, denke ich mal. Komm, gut, der Sprung jetzt runter da. Ich kann hier aber nicht weiter. Bin am Anfang. Oder du müsstest da noch irgendwas machen. Oder kannst du noch weiter? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich wollte hier gerade noch ein paar Leute um. Da ist so ein Alien-Kriegsschiff. Schön. Greifen die Aliens eigentlich die Combine an? Ich glaube, die Aliens greifen alle an. Oh, ich bin wieder tot. Yay! Platsch. Was habe ich denn jetzt da? Warte mal, was habe ich denn jetzt unter Granaten? Slam. Rate Attack Minimum. Links liegt Energie. Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Links. Ich glaube, das ist eine Claymore. Komm, wo bin ich jetzt gespawnt? Schon wieder am Anfang? Ist das euer Ernst? Nee, jetzt bin ich eine Insel weiter gespawnt. Jawollo. Ja, also geht's wo weiter? Ich glaube, bei dir. Gut. Ah, der Preis für die kaputtesten Spawns geht an. Sonati. Alter, hätten wir jetzt gar nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. So, das Alien-Schiff geht mir gerade auch ordentlich auf die Eier. Ja, dann kannst du mir nicht auf die Eier gehen. Nein, es geht mir auf die Eier. Nein! Lauf! 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 Ja, ich würde mal sagen, hier, ne? Ja, hier hoch, ne? Jetzt sind wir wieder hier, warte. Ja, war da nicht so ein Loch, was kann... Komm. Hier war der andere. Nö. Gut zu wissen, dass man weiß, wo man wohin muss, ne? Ja, genau. So, Ach komm, das Alien-Schiff sackt da gerade genau so rum, dass ich dann nicht mit dem den Vorrat an Raketen hier nutzen kann. Das ist natürlich taktisch genau unklug. Ja. Richtig geil. Ich schieße mir halt der Schrotflinte drauf. Ja, genau. Beste Idee. Auf jeden Fall greift es mich dann an, wenn ich es mit der Schrotflinte angreife. Ach so. Flöpp. Guten Tag. Nein. Ich treffe ja auch. Das wäre das Lustige. Und das Alien-Schiff ist richtig cool konstruiert eigentlich, fast als würde das leben, so organisch. Ja, ist es ja auch. Also es lebt ja zur Hälfte und es ist zur anderen Hälfte mechanisch. Man lernt immer was dazu, ne? Ist richtig. Ist das scheiß Ding jetzt hin? Ist das mit dem Combine-Struggle-Gewehr, Mann? Ja. Nein, tot. Ich hab so meine Zweifel, dass die Dings irgendeinen Schaden machen. Die normalen Waffen. Habe ich auch irgendwie so die Befürchtung.
Ah, warte so. Mal. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Irgendwo am Anfang. Ist es? Nein! Bin tot. Wo ist das Schiff? Hinter dir. Da. Aua! Ja. Er ist schwierig, da irgendwie zu treffen. Nice! Ja. Ja, toll. Eine Kugel hat's noch gebraucht, seine Scheiße. Und tschüss. So. Wir werden dich vermissen. Nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder an den Anfang, oder? Oder? Ich habe gerade versucht, irgendwas mit dem Gewehr in den Schrank zu zeichnen. Was bei dir? Just Synergy Things, ne? Ja, genau. So, komm durch, komm mal ran hier. Nö. Oh, Medikit. Nein! Was ist denn jetzt los? Knapp am Träger vorbeigesprungen. Geil. Ja, richtig geil. Ja, so oft bin ich in dem Abschnitt noch nie gestorben. Ich glaube, dann warte ich lieber, bis du wieder da bist. Bin mal vor mir gespannt, wie wo ich respawn. Ah, hinter dir. Ha! Guten Tag. Sülle. So, zack. Nö. Lauf, springen, was auch immer. So. Ach, mussten wir hier nicht weiter runter? An den Strand oder so? Keine Ahnung. War da nicht mal was, aber wie kommt man hier weg? Sieht eher schlecht aus. Mit Strand. Ja. Hat die Möwe Headset da. Für Malle, ne? Ach, ich hab die. Was? Ich hab die Möwe umgeschossen. Was, das funktioniert dann? Ja. Anscheinend. Gut zu wissen. Ah, da kommt noch eine. Wild Hunt, Junge. Ach, nö. Der Jäger in dir. Jagdsimulator ist ja nichts gegen. Geht noch nichts über Möwenjagd am Morgen, ne? Ich bitte dich, Half-Life 2, bestes Spiel. Kannst du bitte Kran-Simulator ersetzen? Kannst den Hovercraft-Simulator damit ersetzen? Den Hunter-Simulator? Den Hunter-Simulator und diverse Rennspiele. Ja. Ja, traurig. Ja, schon. Aha. Oh, nein, schon wieder dran. Ach, das gibt's doch. Ich hab dir gerade nur gesehen, wie du runtergeflogen bist. Ich dachte so, das ist bestimmt keine gute Idee, da runter zu sprinten. Ach, sprinten wir mal runter. Bumm, tot. So, eine... Cheat. So, jetzt bolzt sich noch eine Möwe aus dem Flug mit der Armbrust weg. Ja. Ja. Nein, kein Schuss. Ja. Da müssen wir halt zu rapiden Methoden greifen. Wo ist die Möwe? Ups, das wäre der Granatwerfer. ich wollte gerade sagen, was ist da gerade zur Seite geflogen? Jawollo! Oh nö, tatsächlich, oben wird sogar als Kill angezeigt. Ja, ich sag doch, nein! Gravity is a bitch. Ja, und mit diesem Leitspruch verabschieden wir uns für diese Folge und bis zum nächsten Mal bei Let's Doom Fug Synergy. Bis dahin.